Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Da kommt etwas. Etwas Unglaubliches. Unergründliches. Chaos biblischen Ausmaßes. Willkommen zurück bei Control. Wir waren in der letzten Folge im Schwarzstein. Steinbruch, schweres Wort, Zungenbrecher, Fischers, Fritze, Fischt, Frische, Fische, kann ich dazu sagen. Wir müssen jetzt das Schwarzstein-Prisma auch zu Marshall bringen. Oben links wird es ja eingeblendet, das ist die aktuelle Hauptmission. Daher müssen wir erstmal mit dem Fahrstuhl hier wieder hochfahren und dann begeben wir uns dann auch in die Geschäftsleitung. Also in die zentrale Geschäftsleitung. Ich glaube sogar, wir können da auch noch andere Missionen durchführen. Muss ich aber mal gucken. Es wurde auch letztens irgendwas eingeblendet. Mal schauen, ob wir das eventuell in Angriff nehmen können und ob wir das dann auch abschließen können. Denn diese Missionen sind nicht ganz so einfach. Und wir sind da. Uns wird hier Tor und Tür geöffnet. Wo war das denn jetzt? Ach, dahin und dann... Ja, ich glaube dann dahin, war. Ich komme aber immer noch nicht nach da hinten. Ich weiß nicht, warum ich letztens nicht in diesen Fahrstuhl da oben gekommen bin. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht müssen wir da zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hin, mal abwarten. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier erstmal wieder irgendwie zurück. Wenn ich dann den Rückweg finde, aber ich gehe einfach zum normalen Fahrstuhl zurück. Das sollte ausreichen. Tauchen hier gar keine Gegner auf. Das ist aber schade. Ich hätte gerne noch ein paar Elemente gesammelt. Ne, hier tauchen keine auf. Die haben Angst vor uns. Jazz ist ja eine große Nummer am alten Haus. Das wird sich bestimmt schon rumgesprochen haben. Mal gucken, bin ich jetzt hier richtig? Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Ich muss da runter, dann da wieder mit dem Fahrstuhl fahren. Und ja, das ist eine Never-Ending-Story, aber so ist das hier nun mal. Ja, genau. Kontrollraum. Da würde ich ganz gerne hin. Es war auch in den letzten Folgen etwas verwirrend für mich, den Weg in diesen Steinbruch zu finden. Gebe ich ganz offen zu, aber das seht ihr ja auch in den letzten Folgen. Das ist alles live. Ich schneide weder irgendwie was raus, noch sonst was. Das seht ihr alles so, wie ich das wirklich gespielt habe. Jetzt bin ich hier. Ah ja. Aber ich will ja nach da oben. Wie zum Teufel komme ich nochmal nach da oben? Ich glaube sogar, wir müssen hier runterrennen. Und dann diesen einen Fahrstuhl da hinten. Den müssen wir nehmen. Normalerweise kamen hier aber auch immer Gegner. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, dass jetzt hier keine mehr kommen. Aber nicht drüber wundern, einfach zurückgehen. Wir werden uns noch über so viele Sachen hier in diesem alten Haus wundern. Hier ist auch wieder ein Kontrollpunkt, genau. Jetzt bin ich da und jetzt komme ich langsam dahin, wo ich hin wollte. Nämlich zum Fahrstuhl, der mich dann in die anderen Ebenen führt. Na endlich, jetzt kommen hier auch mal wieder Gegner. Warte mal, für dich nehme ich den Dreh.
Ah ja, das ist ein Zischer Ranger, das ist ja toll. Hey, brauchst nicht weglaufen. Warum zum Teufel hat mich denn das jetzt bitte getroffen? Nachladen, Jess. Nachladen, nein, falsche Waffe. Nimm doch mal bitte den Dreh. Wir haben doch den Dreh raus. Ah nee, das war ja gar kein Zischer Ranger. Die Zischer Ranger sind die mutigen Jungs, die mit Raketen schießen, ne? Oder sind es gerade hier vorne? Ne, die zählen dafür nicht. Warum auch immer. Oh nein, da oben ist nicht schon wieder so ein Typ. Na, warte mal, die verpasse ich eine. Oh, die sind so verdammt schnell. Treffe ich gar nicht. Ah, warte mal. Kann ich dich übernehmen? Ich möchte dich übernehmen. Übernehmen. Warte mal, so viel Zeit muss sein. Ja, der ist jetzt auf unserer Seite. Schnell wieder von dem Stich auf den Dreh gehen. Heilige Scheiße, was war das? Oh, der eine Typ ballert jetzt hier für uns rum. Er ist auf unserer Seite. Ein guter Junge. Er spielt jetzt in unserem Team. Aber lange tust du das nicht. Wir können ihn uns noch gerne anschauen. Da oben hängt er an seinem Stuhl. Und jetzt ist er verreckt. So ist das nun mal. Ab und an spielt man fürs richtige Team und ab und an dann halt auch mal fürs falsche. Mal gucken, wo ist jetzt hier dieser eine Fahrstuhl? Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Der Zentrallift ist irgendwo da hinten. Da kann ich doch aber von da oben irgendwie rüberspringen, wa? Das war doch so. Wo war denn das? Oh mein Gott, jetzt bin ich ja ganz falsch. Und jetzt von mir aus gesehen links, ja? Echt jetzt? Ah, da drüben soll irgendwo der Eingang sein. Ach so, stimmt, ich bin ja da hinten rausgekommen. Ja gut. Dann sind wir hier richtig. Ist wirklich sehr verwirrend, hatte ich euch ja gesagt. Das alte Haus, ja, was soll ich dazu sagen? Wo ist jetzt hier der Elevator? Ah ja, da vorne ist er. Und dann begeben wir uns natürlich auch zur zentralen Geschäftsleitung. Wo war das nochmal? War das wirklich hier? Wenn nicht, muss ich, glaube ich, zum Forschungssektor. Isolationssektor? Da war ich auch schon. Ist mir ganz was Neues. Na egal, wir gehen erstmal zum Geschäftsleitungssektor. Da sind wir auch schon. Aber sind wir jetzt hier auch richtig? Ja. Es wird gelb angezeigt unten auf der Karte. Hier sind wir endlich mal wieder richtig. Hallo. Ich frage mich, ob andere. Ach, da vorne ist Marshall. Jetzt steht sie also hier. Ich musste einen Abstecher zum Steinbruch machen, aber ich habe reichlich. Hier. Wir starten die HRV-Produktion sofort neu. Ich habe ja versprochen, von Dylan zu erzählen, wenn sie uns geholfen haben. Das ist es. Sie weiß es. Darauf habe ich 17 Jahre gewartet. Ihr Bruder ist hier. Er war einst bekannt als Primärkandidat 6. Code P6. Wir brachten ihn nach der Sache in Ordinary hierher. Er war bereit, der zukünftige Direktor zu sein. Er hatte Talente, die weit über alle anderen Kandidaten hinausgingen. Natürlich hat er das. Wir fanden dich gemeinsam. Wir haben eine Verbindung. Bist du jetzt bei ihm? Also haben sie ihn entführt. Wir nahmen ihn auf. Ihre Eltern verschwanden mit allen anderen Erwachsenen in Ordinary. Seine Kräfte veränderten ihn langsam. Es gab Opfer. Er war ungeeignet als Direktor. Wusstest du davon? Hast du mich deshalb nicht früher hergebracht? Hast du mich von hier ferngehalten? Wo ist Dylan? Er ist im Isolationssektor, im Panoptikon. Mein Bruder. Ich dachte, wir wären uns gleich. Was, wenn wir es sind? Ich gehe. Jetzt. Das habe ich erwartet. Ich muss noch etwas sehen. Etwas, was das Zischen nicht finden darf. Es sollte nicht lange dauern, aber Sie müssen inzwischen auf die Behörde aufpassen. Sie passen inzwischen auf die Behörde auf.
Und nicht vergessen, Dylan ist gefährlich. Lassen Sie ihn nicht frei, Direktorin Faden. Wie bringe ich Sie dazu, mich nicht so zu nennen? Ich bin nicht wegen Ihnen hier. Nichts hier ist einfach. Diese Leute haben meinen Bruder mitgenommen. Aber mich haben sie anstandslos akzeptiert. Sind sie meine Feinde oder meine Freunde? Ich muss Dylan sehen. Ich muss es wissen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du weißt. Bleib einfach bei mir, okay? Ich kann einen Freund jetzt gut gebrauchen. Mission abgeschlossen, Grenzbereich. Wir müssen eine Lösung finden. Neue Mission beim Leben meines Bruders. Haben wir jetzt gar neue Fertigkeitspunkte? Jawohl, die haben wir. Wo haue ich die denn am besten rein? Leben haben wir ja voll, den Süßschlag. Ja, weiß ich nicht. Trophäe erhalten, Grenzbereich. Wurde aber spät eingeblendet. Was machen wir denn jetzt? Wir können natürlich den Schaden von Schleuder oder von Schleudergegenständen erhöhen. Das könnten wir machen. Schild ist natürlich auch eine tolle Nummer. Aber ich sag mal so, das Schleudern haut ja schon ganz gut rein, aber ich brauche mehr Energie. Daher machen wir das mal. Jetzt haben wir 20% mehr Energie. Eine weitere Trophäe erhalten. Karriereleiter. Na, das geht ja wieder schnell. Belohnung. Zusätzlicher persönlicher Modifikationsplatz. Na, endlich. Jetzt können wir mehr Modifikationen mit uns führen. Gucken wir doch gleich mal bei der Astralwerkstatt. Nee, das war das Falsche. Ach so, hier können wir uns noch was herstellen. Ja, okay, das war total falsch. Haben wir eine neue Gegenmaßnahme des Rates? Zischer Ranger, Zischer Pioniere. Na gut, das ist ja nur einer. Ah, der kommt im Wartungssektor. Töte Gegner mit Psy-Schlag. Das muss ich mal im Hinterkopf behalten. Und kaum habe ich das gesagt, habe ich das eh vergessen, währenddessen ich wieder im Fahrstuhl bin. Naja, gut, egal. Gucken wir erstmal bei den Modifikationen. Ach so, wir haben jetzt hier unten eine dritte weitere persönliche Modifikation. Es geht nicht direkt um Waffenmodifikation, es geht um persönliche Modifikation. Das habe ich jetzt wieder falsch verstanden. Das ist die neue Mission, die wir haben. Sammelobjekte checke ich nochmal schnell ab. Sind wirklich schon eine ganze Menge. Ich habe ja auch immer fleißig mich umgeschaut. Durfte ja nicht vergessen. Bei der Hotline haben wir auch was Neues. Astralwerkstatt. Echt, ja? Wie Jester immer am Telefon hängt. Wäre sie nicht die Direktorin Faden, könnte sie wahrscheinlich auch in einer oder an einem Callcenter echt gut rauskommen. Mal gucken, was haben wir denn hier? Berechtigungsstufe 5 haben wir, das können wir da einsehen. Aber wir gucken jetzt erstmal bei den persönlichen Modifikationen. Ihr seht ja, wir haben Leben und Lebensregeneration bei Elementaufnahme. Und wir können jetzt natürlich noch etwas dazufügen. Die Frage ist nur, was? Energie plus 15% ist natürlich auch toll. Das senkt die Energiekosten für Schleudern. Schildeffizienz ist auch schon erstklassig. Duckeffizienz, ja, das brauche ich jetzt nicht. Wir könnten das Leben jetzt auch noch weiter erhöhen. Hier sogar um 25%. Reicht aber eigentlich, was ich habe. Glaube ich jedenfalls. Die Energie wäre toll, aber die haben wir ja schon erhöht. Ich nehme erstmal ein bisschen mehr Lebensenergie rein. Das haut auf jeden Fall hoffentlich rein. Seht ihr ja. Wir haben jetzt Leben einmal 25%, einmal 35% und ja, das andere, das haben wir ja halt noch. So, das sollte ausreichen. Muss ich mir hier jetzt auch noch was Neues angucken? Wahrscheinlich, oder? Wir haben ja neue Sachen gefunden. Die normalen Dinger oder die Einser oder Zweier
Die werde ich erstmal alle zerlegen. Damit wir auch wieder so eine Modifikation mit uns führen können. Dauert einen Augenblick. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Na komm, wir zerlegen alle Zweier. Und dann behalten wir nur die Dreier, Vierer und Fünfer. Wir haben echt eine Menge Materialien. Ah, das sollte reichen, wa? Kann ich erstmal wieder ordentlich was aufnehmen? Neue Waffe herstellen geht im Moment nicht. Einen weiteren Modifikationsplatz für die Waffe hätte ich ganz gerne, bin ich wirklich ehrlich. Persönliche Modifikationen, können wir davon noch was zerlegen? Ja, können wir. Sollten wir wahrscheinlich auch mal machen. Dugeffizienz, weg damit. Das muss weg. Den behalte ich erstmal noch, aber wir können wahrscheinlich keinen weiteren Platz mehr uns auffüllen. Glaube ich jedenfalls nicht. Hauen wir das erstmal weg. 32.000 Materialien haben wir. Ich gehe dann doch nochmal schnell an den Kontrollpunkt ran. Können wir uns noch irgendwas herstellen? Eine Waffenform gar? Dreh aufwerten. Ah, können wir leider nicht. Aber es ist toll, dass wir die Waffen mal aufwerten können. Denn das verschafft uns, glaube ich, auch weitere Waffenmodifikationssteckplätze. Aber ihr seht ja, es fehlt uns an den Materialien. Es fehlt uns nicht direkt an den Quellmaterialien, aber an einigen anderen Sachen. Wir könnten auch ein paar Modifikationen machen. Aber, ja, ich heb mir das erstmal auf. Das machen wir dann beim anderen Mal. Wir sind gar nicht ausgerüstet, um was so Komplexes wie das Zischen zu analysieren. Oh, naja, das Zischen. Ich sag euch ganz ehrlich, Jungs, die Zischer gehen mir auf den Sack. Hat sie noch neue Infos? Naja, sie ist rot. Sie hat, glaube ich, neue Infos, wa? Finden wir hier noch ein Dokument? Immer umgucken. Immer schön umschauen. Nee, hier gibt es nichts. Aber wir reden nochmal mit ihr. Jesse, ist ja unten in der Forschung eine Dr. Rhea Underhill begegnet? Nein. Wer ist das? Sie war, ist eine Kollegin. Sie hat eine Art extradimensionalen Fungus studiert, der unter der Forschung wuchs. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Ich habe nichts mehr von Rhea gehört, seit das Zischen kam. Kannst du nach ihr sehen, wenn du das nächste Mal in der Forschung bist? Natürlich. Danke, Jesse. Und was hast du auf dem Herzen? Neue Mission, alte Wucherung. Ah ja, eine neue Nebenmission. Dafür gibt es auch wieder neue Fähigkeitspunkte. Oh, weiß nicht, sollte ich jetzt hier noch irgendwas fragen? Arish, Schwarzstein, Status der HRV-Produktion? Nee, nicht unbedingt, wa? Nee, das lassen wir. Ich muss los. Viel Spaß mit deinen Daten. Oh, das werd ich. Na gut, schönen Tag noch. Bis später, Jesse. Warte mal, die Mission? Alte Wucherung? Finde Dr. Underhill unter der zentralen Forschung. Das muss ich mir mal merken. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. All diese Verweise auf da war ich vor ein paar Folgen gewesen. Aber da waren auch Gegner der Stufe 6. Und das war mir dann zu heftig. Aber da war auch noch, glaube ich, ein Raum oder zwei Räume, wo ich dann die Berechtigung Stufe 4 oder 5 gebraucht habe. Aber da hatte ich damals nur 2 oder 3. Aber jetzt haben wir ja schon die Stufe 5. Also würden wir jetzt da theoretisch reinkommen. Und wir begeben uns jetzt erstmal in den Isolationssektor. Der Isolationssektor. Das Panoptikon. Gewandelte Gegenstände. Buchsicherheitsgefängnis. Gefährlich. Ja, das war natürlich jetzt wieder etwas vom alten Direktor. Das sehen wir ja öfter. Unter anderem haben wir da natürlich auch ein neues Ding freigeschaltet bei der Hotline. Und endlich mal wieder ein neuer Sektor.
freut mich auf jeden Fall. Aber wie verwirrend wird der jetzt sein? Waffenmodifikation, Schmetterer, Rückstoßeffizienz. Das war, glaube ich, Stufe 5, Stufe 6. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Aber können wir uns natürlich gerne anschauen. Was war das? Das war Stufe 5. Das hier war's. Okay. Und ihr seht ja, der Lebensbalken ist jetzt natürlich auch ein bisschen größer geworden, dadurch, dass ich jetzt auch die neue persönliche Modifikation reingenommen habe. Das habe ich jetzt einfach mal so gemacht, weil es keine besseren gab. Jedenfalls keine, die mir so gefallen haben. Und da man auch wirklich relativ schnell draufgehen kann, brauche ich einfach mal ein wenig mehr Leben. Ist ja klar. Und da sind wieder irgendwelche Zischer. Die zischen hier wieder so rum, wisst ihr ja. Ah, der Stich ist echt geil dafür. Ich muss das hier ein bisschen als Deckung nutzen. Oh, sag jetzt nicht schon wieder eine neue Behördenbenachrichtigung. Ah, verdammt, falsche Waffe. Passiert mir immer wieder. Oh nein, 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 nein. Kannst du mir bitte helfen? Wärst du so freundlich? Du bist so ein Gentleman. Töte die anderen mal bitte für mich. Komm, ich helfe dir mal. Oh mein Gott, das habe ich aber nicht kommen sehen. Wo kam das denn her? Der Typ da hinten muss weg. Oder der Zischer da oben erstmal. Ich glaube, der hat dagegen geschossen, wa? Los, nimm die Birne hoch. Jetzt musst du mir mal bitte helfen. Dein Kollege ist, glaube ich, schon draufgegangen. Töte den da hinten mal bitte für mich. Wärst du so nett? Kannst du einer Dame nichts abschlagen? Na, den habe ich jetzt aber nicht getroffen, glaube ich. Scheiße, verdammt, wie schnell sind die denn hin? Okay, das war ein Double KO. Ich finde das ja zu geil mit dem Übernehmen. Sind da noch welche? Ja, komm, knall den mal ab. Genau, der war gut. Wieder ein paar neue Materialien. Dadurch, dass ich das ja auch so erhöht habe, dass wir auch mehr Lebenselemente bekommen, macht sich das wirklich sehr gut bemerkbar. Oh mein Gott, ist die Karte scheiße groß. Das kann echt was werden. Erstmal schauen, hier liegen 100 Pro auch wieder ein paar tolle Dokumente rum. Forschung und Aufzeichnungen. Hier vorne haben wir nichts. Das sind auch wieder irgendwie alles Büroräume hier. Ihr dürft ja nicht vergessen, es ist ja auch ein riesengroßes Bürogebäude, ja, aber das natürlich auch die Form verändert. Und das ist manchmal echt schon heftig. Was haben wir hier? Weitere Materialien, wa? Ist da vielleicht jetzt auch mal was dabei, dass ich dann die Waffen verbessern kann? Also diese Modifikation oder diese Materialien vielmehr. Denn die möchte ich unbedingt haben. Da geht's weiter. So viel ist sicher. Aber erstmal hier vorne noch die Umgebung abchecken. Nicht, dass hier irgendwas lag, was ich hätte mitnehmen können, aber es sieht nicht danach aus. Nach da oben komme ich, glaube ich, auch nicht. Hier vorne muss ich auch irgendwo dann ein weiterer Kontrollpunkt befinden, da bin ich mir sicher. Und den müssen wir auch wieder säubern und da ist auch schon der Kontrollpunkt. Das klingt wieder nach Spaß. Ich mag wirklich dieses Gameplay von Control. Diese Third-Person-Perspektive, die liegt mir einfach. Aber dafür mag ich keine Ego-Shooter. Muss ja mal gesagt werden. Ich muss auch mal eine Lanze brechen für die Third-Person-Shooter. Mal gucken, was erwartet mich jetzt hier? Oder kann ich das hier einfach nur säubern? Nein, es wird mir nicht so leicht gemacht. Okay, gehen wir auf den Stich. Komm. Ja, lad in Ruhe nach. Wollte aber den Stich haben. Das war ein schöner Kopftreffer, mein Freund. Oh, okay, der war richtig scheiße. Scheiße. Aufladen, aufladen, Jess. Nein, wieder die falsche Waffe. Helf mir mal bitte. Du musst mir unbedingt helfen, ich bin gleich hin. Oh
Oh, ich brauche Lebensenergie. Verdammt, war das wieder knapp. Leben am Limit, wisst ihr ja auch als Let's Player. Ist ja öfter so. So, wo rennt der eine Klaus da unten rum? Nein, jetzt musste er sich gerade hinter der Ecke verstecken, oder? Oh, jetzt kommt wieder so einer. Nein, den habe ich nicht getroffen. Helf mir bitte, komm, helf mir. Ich brauche deine Hilfe. Jungfrau in Nöten. Knall mal den anderen da unten ab. Ach, okay, dann mache ich das halt. Oh, jetzt kommen noch mehr von den Idioten da hinten. Ah nee, das sind so eine Zischer. Oh, okay. Dann muss ich mir erstmal die Lebensenergie hier holen. Wer weiß, wie lange mein neuer Kumpel da unten überlebt. Wahrscheinlich nicht so lange. Waren das jetzt alle Zischer? Hat er die abgeknallt? Wir spielen hier Verstecken, wa? Hallo, ich bin hier vorne. Ich will das ja noch machen mit dem Schlag. Ich hab's nicht vergessen. 2 von 5 haben wir. Bei den einfachen kann ich das anwenden. Na, das war's. Und jetzt können wir den Kontrollpunkt säubern. Und wie immer wird sich natürlich auch wieder dieses Areal von diesem Gebäude ein wenig verändern. Seht ihr ja. Ich finde das wirklich richtig geil gemacht. Na gut, das war's dann jetzt erstmal. Der Bereich gehört jetzt uns. Und wir können hier sicherlich noch einiges finden. Und das möchte ich auch finden. Wir sehen ja von weiter weg immer ungefähr, wo dann was liegen könnte. Ach so, jetzt bin ich hier vorne in diesem kleinen Bereich. Nee, Quatsch, jetzt bin ich doch wieder zurückgelaufen. Hier war ich doch schon, oder? Nee, ich glaube, hier war ich doch noch nicht. Sieht alles auch so ein bisschen gleich aus. Daher war das ein bisschen verwirrend gerade für mich. Lag da was oder war das nur die Lampe? Ah, war nur die Lampe. Ah, leider kein Dokument. Und auch keine weiteren Materialien. Sind das hier wieder die Toiletten? Nee. Oha. Hey, du Freak. Naja. Jetzt sind die schon wieder hier vorne. Ich versuche die jetzt mal mit dem Schlag auszuschalten und vorher noch auch ein bisschen mit dem Dreh zu bearbeiten. Mal gucken, ob das geht. Vier von fünf. Freundchen, du landest mit der Rakete, du bist der Erste auf meiner Liste. Du schießt ganz oben. Du brauchst gar nicht so wegrennen. Wolltest du mich gerade treten? Jawohl, Gegenmaßnahmen des Rates. Hätten wir abgeschlossen. Achso, den kann ich ja so abknallen. Was sie sich immer einbilden. Ich war doch hier eben, da ist doch kein Gegner gewesen. Kaum geht man in einen anderen Bereich, tauchen die Leute auf. Aber wir können jetzt auch hier oben lang laufen. Oh, hier sind wieder so viele Wege. Ah, egal. Mal gucken, was kriegen wir diesmal als Belohnung? Oh, wir haben was Neues bei der Astralwerkstatt. Wir könnten, glaube ich, sogar eine Waffe upgraden. Aber sicher bin ich mir nicht. Und wir haben diese Belohnung erhalten. Lebensregeneration, aber das ist nur Stufe 1. Ah, nee, komm. Töte Gegner mit Schleudern im Geschäftsleitungssektor. Das nehmen wir mal rein. Wir sind ja auch gerade hier. Das passt auf jeden Fall. Was können wir hier verbessern? Waffenform. Jawohl, aber was? Wir können den Schmetterer aufwerten. Oder etwa nicht? Stand hier nicht gerade, dass wir das machen können? Nicht genug Materialien. Wollen die uns hier verarschen?
Wie zum Geier kann ich denn das aufwerten? Entfernter Gedanke. Entropisches Echo. Ah, hab ich aber nicht. Keine Ahnung, was das gerade sollte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. In der nächsten Folge geht's dann nahtlos weiter. Wir erkunden den Isolationssektor und werden dann hoffentlich auch mehr über Jazz Bruder Dylan erfahren. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert es, lasst eine Bewertung da und wenn ihr möchtet, schaut vielleicht auch zur nächsten Folge rein. Dann geht's weiter mit Let's Play! Mehr erinnere ich mich nicht.